Ich habe im April diesen Jahres mein Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften. Hatte somit den Abschluss in der Tasche und habe dann schon ein bisschen überlegt, ob ich nicht für den Master mal was anderes probiere. Dann kam in der Sommerpause noch hinzu, dass mein Cousin Luca mit einem Wechsel geliebäugelt hat. Dann war dann auf einmal auch Hamburg im Gespräch. Und als die Sache dann konkreter wurde, haben wir uns auch darüber unterhalten, was wäre, wenn das funktioniert, ob es dann eine Möglichkeit geben würde, dass wir zusammen hier hochgehen. Und ja, dann hat sich das während unseres Sommerurlaubs, den wir auch zusammen verbracht haben, relativ kurzfristig und schnell alles ergeben. Dann habe ich auch ziemlich kurzfristig für mich entschieden, dass ich meinen Master hier oben in Hamburg mache und mir auch hier einen Fußballverein suche. Wir kamen dann ziemlich schnell auf Altona und ich muss sagen, vom ersten Tag an hat mich das Ganze hier überzeugt, sowohl die Mannschaft als auch das Umfeld, der Verein an sich mit der langen Tradition, den Fans und ja auch letztlich der Trainer mit seinem Konzept. Dementsprechend habe ich mich dann relativ kurzfristig für Altona entschieden. Letztens hatte ich mal einen schwachen Moment, habe mal 3 oder 4 Spiele hintereinander verloren. Da wurde die PlayStation dann auch schnell ausgemacht. Chris Matenia war jetzt auch ab und zu schon zu Besuch. Da haben wir auch mal ein Dreierturnier gespielt, bei dem der Luca dann leider Letzter wurde. Aber ja, er hat ja auch noch Zeit zu trainieren und sich vielleicht zu verbessern. Wir haben das auch alles mit dem Umzug oder mit der Wohnungseinrichtung haben wir eigentlich gut hinbekommen zusammen. Und der Alltag im Moment mit Waschen, Putzen, Einkaufen und so weiter passt auch. Also bis jetzt läuft alles. Klar wird es da auch mal nicht laufen, aber das ist normal, dass es auch mal einen Streit gibt oder so. Aber generell glaube ich schon, dass das gut passt mit uns beiden.